Viele meinen, Systemaudits wären eine Anforderung der ISO 9001, der IATF, der ISO 14000, Umwelt und weiteren. Stimmt nicht so ganz. Und zwar alle fordern ein Auditprogramm mit internen Audits und da sollen Chancen und Risiken abgedeckt werden. Die IATF fordert noch ein Stückchen mehr, nämlich dass man QM-Systemaudit macht mittels Prozessaudits in einem dreijährigen Zyklus. Und da muss man das ganze System anschauen. Aber es sind Prozessaudits. Also aus unserer Fachkreissicht können Prozessaudits problemlos das Managementsystem vollständig abdecken. Branchenbezogen kann man noch weitere Auditarten mit dazu nehmen. Aber die Auswahl und die Anzahl der Audits entscheidet die Organisation Chancen-Risiko bezogen im Auditprogramm, also mittels Prozessaudits. Ja, gibt es schon. Das ist immer die große Frage. Kann man es nicht auch machen? Und zwar, wenn eine Organisation neu gegründet wird oder sich grundlegend verändert, so Merger, sowas, Acquisitions, und da ganz neue Prozesse aufgesetzt werden, dann kann man das tun. Das sollte man dann auch tun, weil man dann kann man die Konsistenz des Systems feststellen. Ja, vermeiden bitte, bitte interne Systemaudits nicht mehr in dem Form, in der Art durchführen, nicht die Normforderungen in den Vordergrund stellen, denn die stellen ja nur die Konformität fest, aber nicht das Haus, wie es sich bewegt. Es sollten auch lieber besser Gespräche zur Prüfungsvorbereitung heißen, weil sie einfach nicht die Dynamik eines Unternehmens aufgreifen. Die werden eigentlich nur gebraucht, wenn die Organisation die eigenen Prozesse nicht lebt. Und wenn dann alles fertig ist, dann wird nach dem externen Audit weiter wie zuvor verfahren.